Diese Woche ist es wieder besonders heiß in Duisburg. Das Thermometer klettert auf bis zu 32 Grad. Viele genießen das gute Wetter draußen und machen das Beste aus der Hitze. In der Innenstadt suchen die Menschen aber auch Schutz im Schatten oder in der Nähe von Wasserquellen. Das Stadtbild zeigt sich belebt, denn niemand will bei dieser Wärme drinnen bleiben. Wir wollten jetzt zum City Palais. Ansonsten, ja klar, natürlich kann man auch, Wedau ist natürlich sehr schön, genau, Ruhrort am Wasser, ist auch nett. Sechs-Seelen-Platte, ja, oder Innenhafen und Cocktails trinken. Innenhafen ist auch. Ich habe bis vorhin noch gearbeitet und jetzt gehe ich mir gleich ein leckeres Eis kaufen, halte mich ein bisschen im Forum auf, da ist schon klimatisiert, weil zum Schwimmen ist es schon zu spät. So schön das Wetter auch sein mag, birgt es auch einige Gefahren. Abkühlung ist an heißen Tagen besonders wichtig für ältere und kranke Menschen. Zu lange ungeschützt in der Sonne zu sein, kann zu Hitzschlag oder Hitzekollaps führen. Doch wohin bei diesen Temperaturen? Duisburg bietet eine Online-Karte an, die kühle Orte anzeigt. Diese Orte sind öffentlich zugänglich und bieten Schutz vor der Hitze. Neben der Karte gibt es aber auch weitere Tipps, wie man heiße Tage sicher übersteht. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, bei heißen Temperaturen viel zu trinken. Am besten eignen sich Wasser oder ungesüßte Tees. Dies gilt besonders für ältere Menschen, denn sie sind in der Regel weniger durstig, weshalb die Gefahr der Austrocknung und Überhitzung besteht. Familie und andere betreuende Personen sollten also auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Um den Körper herunterzukühlen, eignen sich mit Leitungswasser getränkte Umschläge. Diese können auf Arme, Beine, Stirn oder Nacken gelegt werden. Auch leichte Kleidung und eine leichte Ernährung können dabei helfen, die heißen Tage besser zu überstehen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden und wichtig ist außerdem, einen angemessenen Sonnenschutz aufzutragen, wenn man ins Freie geht. Körperlich anstrengende Aktivitäten wie Erledigungen oder Sport sollten in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlegt werden. Kühle Orte bieten eine Zuflucht vor der Hitze, entweder zu Hause oder aber anderen Orten wie zum Beispiel schattigen Grünanlagen. Aber auch Museen oder Bibliotheken sind oftmals klimatisiert und können Abkühlung verschaffen. Hier lohnt sich ein Blick auf die Karte der kühlen Orte in Duisburg. Auch am oder im Wasser lässt es sich gut abkühlen. Im Freibad Wolfsee war heute wieder viel los, denn der Badeort an der Sechs-Seen-Platte zieht viele Besucher an. Ein Tag am Wasser bietet Abkühlung, Sonnenbaden oder einfach Entspannung im Schatten. Zusätzlich versorgt die Beachbar die Gäste mit Snacks, Getränken und guter Musik. Ein idealer Ort für einen Badetag mit der ganzen Familie. Also ich persönlich, meine Kinder sind weg im Urlaub und ich bleibe hier und mache mir das hier schön, ja. Also auch mal eine Tagesfahrt nach Brüssel, da ist am 15. mit so einem Blumen-Event, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Man kann ja immer in diese Parks, wir haben den Landschaftspark, wo man hin kann, da ist Schatten, schöne Umgebung, da kann man sich hinsetzen. Sonst noch im Duisburger Norden der Matlabusch. Also ich persönlich mag jetzt lieber Urlaub in der Stadt, aber sicherlich gibt es auch Leute, die gerne wegfahren. Ja, also ich bin jetzt lieber hier in der Ecke, sag ich mal. Man muss also nicht weit wegfahren, um den Sommer zu genießen. In Duisburg gibt es viele Möglichkeiten für Ausflüge in der Stadt und Urlaub vor der Haustür. Doch Vorsicht vor der Hitze ist geboten. Immer viel trinken ist angesagt. In der Stadt gibt es deshalb mehrere Trinkwasserbrunnen, um den Durst zu löschen. Zwei davon befinden sich in der Innenstadt, einer im Stadtteil Marxloh.